Hallo, hier ist das Team Faster Bikes und wir haben uns ein Hardtail besorgt, um den BBS HD einzubauen. Es gibt in YouTube zwar schon einige Videos, wie man es macht, aber vielleicht gibt es noch das eine oder andere, was wir noch dazu sagen werden. Ja, Hardtails eignen sich sehr gut, um riesen Akkus einzubauen. Wir können hier einen Flaschenhalter-Akku montieren oder auch ein riesen individuelles Pack. Und das erste, was wir machen, ist mal die originale Kurbel ausbauen. Ist eine einfache Geschichte, braucht ein bisschen Spezialwerkzeug. Die Kurbel bei einem neuen Fahrrad kann man auch noch super verkaufen auf eBay und Co. Und dafür bauen wir dann den Motor ein. So, zum Lösen der Kurbel verwenden wir einen 5 mm Imbus. Einfach die beiden Schrauben lösen. So ist es bei der Holotech-Kurbel. Bei anderen Kurbeln ist es etwas unterschiedlich. Dann lösen wir diese Plastikschraube. Das ist ein optionales Werkzeug, ist auch günstig zu haben. Und lösen diese Plastikschraube. Und dann lösen wir noch den Sicherheitsschnappmechanismus nach oben. Und schon können wir die Kurbel abziehen auf der einen Seite. So, dann drehen wir am besten noch einmal die Kurbel, damit die Kette abgeht und können dann den Rest der Kurbel abziehen. Jetzt ziehen wir die Lager ab, haben hier auch wieder ein Mehrzahnnuss, geht meistens relativ leicht auf mit dem richtigen Werkzeug und rausdrehen. Jetzt können wir auch mit der Hand den Rest machen und dasselbe dann auf der anderen Seite in die entgegengesetzte Richtung. Genau in die andere Richtung auch wieder rausziehen. Solches Werkzeug gibt es auch bei uns im Shop zu kaufen. Und schon haben wir die Öffnung für den Motor. So, wir haben jetzt den Barfang BBS HD. Ein super Motor für die Berge. 160 Newtonmeter, 1600, 1700 Watt bei voll aufgeladenem Akku. Das ist jetzt die 68 mm Version. Für 68 mm Tretlager, das ist ein bisschen breiter. Da kommen wir noch gleich dazu. Die Kettenstreben sind von Rad zu Rad unterschiedlich. Hier müssen wir nochmal einen 4 mm Ring einlegen, damit das Gehäuse von dem Motor schön plan hier an der Kettenstrebe anliegt. Kommt gleich zur Hochzeit. Motor und Bike werden vereint. So, das Gewinde auf der anderen Seite schön mit Loctite einschmieren. Wir haben hier entweder diesen Stick oder auch die klassische flüssige Version. Dann verwenden wir die Halteplatte. Wichtig mit den Zacken nach innen, damit die sich auch schön im Tretlager festkrallen kann. Hier können wir auch schön die Kabel drunter verschwinden lassen. Und dann werden die erstmal behelfsmäßig nur befestigt. Die kleinen Schrauben, damit die Position bleibt. Wichtig ist es nämlich, dass diese Halteplatte schön parallel ist zum Tretlager selber. So, dann haben wir hier diese erste Schraube, steht auch drauf, 50 bis 60 Newtonmeter und eine Laufrichtung. Und dann können wir die mit der Hand erstmal drauf machen und wichtig auch den Motor nach oben drücken. Dann haben wir hier diese Nuss. Auch ein Spezialwerkzeug gibt es bei uns im Shop. 60 Newtonmeter haben wir eingestellt. Motor nach oben drücken und schön festziehen. Vielleicht nochmal ein bisschen Loctite drauf für die zweite Schraube. Hier haben wir nur 25 bis 30 Newtonmeter und auch wieder Laufrichtung ganz normal. Das ist auch wieder dasselbe Werkzeug wie für das Holotech-Lager abzuziehen. Dann drehe ich die Schraube wieder raus, mit der ich vorher diese Position fixiert habe. Wie gesagt, wir haben jetzt eine breitere Version vom Tretlager, das ist etwa 73 und deshalb muss ich diese 5 mm auffüllen mit solchen Distanzscheiben, weil das Wichtigste ist, dass der Motor gut hält,
dass diese Platte, diese Dreiecksplatte, schön parallel am Tretlager aufsitzt. So, und genau das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Dann können wir schon die Kurbeln dran machen. Hier ist es wichtig, links und rechts zu beachten, wegen den Pedalen. Das steht auch hier unten drauf. L für links und das R für rechts. Hier ist es erstmal egal, wo wir die ansetzen. Auf der anderen Seite muss es natürlich genau auf der anderen Seite sein. Die können wir relativ festknallen mit 20 Newtonmeter oder auch mehr. Die halten schon einiges aus, ein großes Gewinde. So, wir haben in unserem Shop drei verschiedene Kettenblätter zur Auswahl. Ganz links das originale 46er von Barfang aus Stahl, über 600 Gramm. Dann das Lecky aus einem Stück Aluminium gefräst, sehr leicht, mit Narrow White Zähnen. Die Kette hält sehr gut drin, das ist ein 42er, das heißt die Übersetzung ist etwas geringer. Und dann das andere 42er von Barfang mit austauschbaren Kettenblättern. Die Kettenlinie ist bei diesem Modell etwas weiter außen. Die Kettenlinie an sich ist bei jedem Rahmen unterschiedlich und das 46er eignet sich eigentlich bei den meisten Rädern ganz gut, ist aber relativ schwer. Man kann aber auch bei höheren Geschwindigkeiten gut mittreten. Hier sehen wir, hier fehlen eigentlich nur 2-3 mm. Oder sonst haben wir nochmal das Lecky, was nochmal ein bisschen weiter reingeht. Ist noch weniger Platz, schon fast gefährlich, dass die Kette hier anstoßen kann und die Kettenblätter. Und deshalb verbauen wir hier mal das originale Stahlkettenblatt. Es wird mit 5 Schrauben befestigt. Die haben wir hier. Und die ziehe ich dann auch mit 6-7 Newtonmeter an. Und falls ihr euch gewundert habt, warum ich immer noch den originalen Umwerfer hier habe, den nutze ich ganz gern nochmal als zusätzliche Kettenführung. So, hier haben wir 6 Newtonmeter, das sollte reichen. So, dann machen wir die Kette drauf auf das Kettenblatt. Einfach hinten ein bisschen das Schaltwerk nach unten ziehen, dann lässt sich das hier schön einhaken. Machen dann die Kurbel genau auf der gegenüberliegenden Seite drauf. So, wie vorher schon angekündigt, lasse ich gern den Umwerfer dran für eine zusätzliche Kettenführung, damit die Kette leichter oben bleibt. Dafür kann ich den Umwerfer nutzen, drehen die L-Schraube, also Low Gear, ganz rein, damit dieser Umwerfer selber so weit wie möglich rauskommt. Dann parallel zur Kette fixieren, am äußersten Rand für die kleinsten Gänge und genauso umgekehrt für die größten Gänge hier auf der linken Seite. Dann alles festziehen und falls euch das immer noch nicht ausreicht, dass dieser Umwerfer weit genug rausgeht, könnt ihr auch hier noch dieses Plastik rausnehmen und die Schraube nochmal ein Stück weiter reindrehen, dann sollte es passen. So, wichtig bei der Nutzung vom 46er Kettenblatt ist auch eventuell die Kette zu verlängern, weil sonst die Kette zu kurz sein kann für das größte Ritzel hier, für die leichtesten Gänge. Das nochmal überprüfen, ansonsten kann nämlich auch das Schaltwerk abreißen. Einfach mal probieren, vorsichtig in den höchsten Gang hinauf schalten. Es ist nämlich so, das originale Kettenblatt, also das die originale Kurbel hat normalerweise 40 oder 42 Zähne und das 46er ist einfach nochmal um einiges größer. Bei manchen Rädern passt es, bei manchen muss die Kette verlängert werden. So, wir sind nun schon einen ganzen Schritt weiter bei der Montage unseres Rads. In circa 3 Stunden hat man mit etwas Übung so ein Rad umgebaut. Wenn es uns ein bisschen möglich ist, gehen wir nach draußen, wenn die Sonne scheint. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, unseren wunderschönen Ausblick hier in Jeming, den Standort von Fasterbikes. Und in dem nächsten Teil zeigen wir euch dann noch die Montage von dem Display, Gashebel,
bisschen Verkabelung und unsere erste Probefahrt.